In meiner täglichen Arbeit als Mastercoach bei Szenario 2 merke ich immer wieder, dass sich viele selbst Steine in den Weg legen. Ja, sich quasi selbst schon sabotieren. Diese Selbstsabotage, die passiert oft aus einem guten Glauben heraus. Man meint quasi, man wird jetzt das Richtige tun und merkt dann erst viel zu spät, dass man eigentlich schon auf den Abgrund zurast und sich schlimmstenfalls dann alle Chancen beim Ex ruiniert. Und meistens läuft das Ganze so in vier Stufen ab, von einem recht harmlosen Beginn bis schließlich zum GAU am Ende, wo man dann blockiert ist. Damit du mit deinem Ex wieder in eine Beziehung kommen kannst, damit die Dinge zwischen euch wieder großartig werden können, musst du aber unbedingt diese Selbstsabotage vermeiden. Deswegen gehen wir gleich richtig rein in die Materie mit der ersten Stufe, nämlich die sogenannte natürliche Stufe. Ganz klar, vermutlich hat jeder nach der Trennung ein bisschen gebettelt und ist dem Ex ein bisschen nachgelaufen. Denn meistens wollte ja der Ex die Trennung und du wolltest sie nicht. Und ich verstehe es auch. Wenn einem etwas genommen wird, dann versucht man halt erst recht dran festzuhalten. Und genau dieses zu lange Festhalten, das mündet dann oftmals in die Katastrophe. Und das ist auch der Grund, warum Stefan letztens in einem Video davon gesprochen hat, dass du den Ex zuerst loslassen musst, bevor du den Ex wieder zurückgewinnen kannst. Wenn du dieses Video noch nicht kennst, ich gebe es dir gleich hier oben mal hin. Also, wenn einem jetzt etwas genommen wird, dann versucht man ja ganz automatisch, die Dinge wieder gut zu machen oder auch gerade zu biegen. Und das endet dann aber oft in so einer Art Überkommunizieren. Und genau das kann dann eben auch wieder relativ leicht in Richtung Betteln und Nachlaufen gehen. Schau, ich spreche ja täglich mit sehr vielen Menschen und deswegen weiß ich auch im Allgemeinen, wie so die Ex-Partner durchschnittlich reagieren. Und grundsätzlich sind die meisten Ex-Partner nach der Trennung grundsätzlich nett und freundlich und vor allem auch nachsichtig. Der Ex rechnet ja auch damit, dass, wenn er selber Schluss gemacht hat, dass du ein bisschen ins Nachlaufen gehst und dass du die Trennung nicht einfach so hinnehmen wirst. Weil stell dir das mal vor, wenn jemand getrennt wird und davon erfährt und dann sagt, ja, okay, passt, dann sind wir jetzt getrennt, mach's gut. So läuft das in der Realität nicht ab, wenn die Beziehung einigermaßen ernst war. Es ist völlig okay, wenn dein Ex weiß, dass du die Trennung nicht wolltest. Im Coaching stelle ich sogar immer extra sicher, dass der Ex wirklich weiß, dass du mit der Trennung nicht einverstanden warst oder bist. Und das heißt auch, es ist völlig okay, wenn du in diesem Trennungsprozess mal geweint hast oder noch weinen wirst. Oder wenn du auch mal Gefühle äußerst. Das ist ja ein absolut normales Verhalten, dass man nach der Trennung so reagiert. Der Ex wird dir dieses erwartbare Verhalten jetzt auch nicht irgendwie übel nehmen. Der Ex wird auch nicht gleich vergrault werden, wenn du sagst, dass du dir mit der Trennung schwer tust, dass du nicht einverstanden bist. Und auch wenn du ein bisschen dann weinst und ein bisschen nachläufst, ist das okay. Aber denkst du so? Für alle Dinge gibt es ein richtiges Maß. Und wenn du hier das richtige Maß zu lange und auch zu krass übersteigst, dann hast du ein Problem. Und dann bewegst du dich auf den Stufen der Selbstsabotage hin zur nächsten Stufe hinauf, zur Stufe 2, nämlich dem Ignorieren der ersten Indizien. Auf dieser Stufe beginnt man schon, sich schlichtweg Dinge einzureden, sich die Realität also ein bisschen gerade zu biegen. Da habe ich dann im Coaching schon Dinge gehört wie, naja, sie wollte ja, dass ich mich in der Beziehung mehr bemühe. Wenn ich jetzt nicht weiter hinterher telefoniere, dann glaubt sie ja, dass ich schon wieder aufgegeben habe und faul bin. Und ja, das stimmt zwar grundsätzlich, aber was übersehen wird, das ist der zeitliche Rahmen. Dieses Verhalten vom Gefühle zeigen, nachtelefonieren und so, ja, dieses Verhalten, das hätte vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten noch gepasst, als ihr noch zusammen gewesen seid. Aber jetzt nach der Trennung, da wird das als grob unpassend empfunden.
Das heißt, der Ex wird irgendwann beginnen, so zwischen den Zeilen zu kommunizieren und dir Signale zu senden, dass dein Verhalten nach der Trennung das akzeptable Maß übersteigt. Wie gesagt, am Anfang ist der Ex ja meistens sehr rücksichtsvoll und weiß ja auch, ich habe dir das Herz gebrochen, ebenso wie wir auf Stufe 1 besprochen haben. Ja? Aber wenn du dich dann nach diesem Maß, nach dieser Stufe 1 nicht von selbst zurückziehst, dann wird der Ex anfangen, diese Signale zu senden, dass jetzt mal Ruhe angebracht wäre. Das sind dann so Aussagen wie, hey, ich brauche jetzt mal Abstand. Oder auch sowas wie, ja, ich will dir keine falschen Hoffnungen machen. Es kann auch sein, dass der Ex so in Verschiebungen zu kommunizieren beginnt. Sowas wie, ja, nein, wir sehen uns dann die nächsten Monate mal. Es kann auch sein, dass der Ex beginnt, einfach so Distanz zu schaffen und immer später zurückschreibt. Wenn der Ex sowas sagt, sowas macht, auch dann ist nicht alles verloren. Jedoch solltest du spätestens ab diesem Zeitpunkt die Zeichen richtig erkennen und merken, dass wenn du jetzt dran bleibst, dass alles zu viel des Guten wäre. Das heißt, spätestens jetzt solltest du das merken, die Reißleine ziehen und auch dich selbst zurücknehmen. Und ich verstehe es, das fühlt sich schrecklich an. Ich begleite ja täglich Menschen, die genau das durchmachen. Und ich weiß, dass die dann oft so ein richtig großes Verlustgefühl bekommen. Wenn das bei dir auch so ist, dann sei beruhigt. Du kannst den Ex ja nur zurückgewinnen, wenn diese Trennungsphase wirklich mal zu einem Ende gekommen ist. Und du kannst es dann danach wieder schaffen, dass der Ex sich wieder in dich verliebt. Genau dafür haben wir ja auch unsere bewährte Ex-Zurück-Strategie entwickelt. Und sie hat schon tausende Menschen dabei unterstützt, wieder mit dem Ex zusammenzukommen. Wenn du dir mal einen schnellen und kostenlosen Überblick über die wichtigsten Prinzipien holen möchtest, dann schau dir gerne auch Stefans Ex-Zurück-Crashkurs an. Den Link, den findest du hier oben dazu und natürlich auch in der Beschreibung unter dem Video. Wie gesagt, der Crashkurs, der ist komplett kostenlos. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann hol dir da gerne den Zugang. Damit aber all diese Techniken funktionieren können, wie du eben dann auch Gefühle beim Ex wächst, wie sich der Ex wieder mit dir treffen möchte und so weiter, wichtig ist, dass die Trennungsphase mal zu einem Ende kommt. Man kann nicht gleichzeitig etwas trennen und etwas Neues miteinander aufbauen. Das geht sich nicht aus. Mir ist es da wichtig, dass du mich da wirklich klar und gut verstehst. Du kannst unter der Überschrift Trennungsphase nicht gleichzeitig einen Ex-Zurück-Prozess starten. Die Trennung, die muss wirklich mal zunächst stattfinden, damit der Ex dann auch wieder emotional in einen neutralen Zustand kommen kann und überhaupt erstmal beginnen kann, das zu vermissen, was ihr hattet. Und weil ich gerade vom Crashkurs gesprochen habe, darin zeigt der Stefan dir auch die Zeitmaschine der Liebe. Damit lässt du den Ex die schönen gemeinsamen Erinnerungen wieder durchleben, sodass sich wieder Gefühle und Liebe entwickeln können. Und das wirkt dann wie ein Magnet, der den Ex ganz bewusst wieder zu dir herzieht. Also wie gesagt, gerne den Zugang zum kostenlosen Crashkurs holen, damit du da mal optimal vorbereitet bist. Und dann nochmal zusammengefasst. Bei der ersten Stufe kann man noch drüber reden und auch sagen, dass man sich vermisst und so, das ist alles normal. Da kann man auch noch sagen, dass man die Trennung nicht möchte und der Ex wird dir das nicht übel nehmen. Bei der zweiten Stufe, da sendet der Ex dann schon Signale, dass es jetzt mal genug an Kontakt sein sollte. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo du, ohne dass du zu viel Schaden angerichtet hast, wieder aussteigen kannst. Und problematisch wird es aber dann, wenn du leider nicht aufhörst, wenn du weitermachst. Dann kommst du nämlich zur dritten Stufe der Selbstsabotage, nämlich dein Ex ignoriert dich dann irgendwann. Stellen wir mal dich in die Schuhe vom Ex hinein. Ja? Der macht da die Erfahrung, naja, mit Worten und Symbolen checkst du nicht, dass ich jetzt Abstand brauche, deswegen ziehe ich mich mal selber zurück und ich zeig's dir einfach mal mit meinem Verhalten. Und Achtung hier, sobald der Ex sich für sich denkt, ich wurde nicht verstanden, also im Sinne von,
Ich wurde nicht ernst genommen und ich wurde auch noch nicht respektiert in meinem Trennungswunsch. Das verstärkt dann den Trennungswunsch und auch diese negativen Gefühle dir gegenüber nochmal. Und daraufhin beginnt dann der Ex sich so richtig zu wehren, könnte man sagen, um eben für Verständnis zu sorgen. Der Ex möchte also endlich verstanden werden, aber eben nicht mehr im Sinne von, hey, wir haben eine Beziehungskrise, lass uns das besprechen, sondern er möchte verstanden werden im Punkte der Trennung. Und wenn du das nicht ernst nimmst, dann wird der Ex zu größeren Mitteln greifen, wie eben deine Nachrichten zu ignorieren oder vielleicht ein bisschen kindisch und gemein zurückzuschreiben. Kann aber auch sein, dass er das sehr offen und direkt anspricht und eben sagt, dass jetzt mal Zeit für Pause ist und du mit deinem Verhalten gerade aufhören sollst. Grundsätzlich steht am Ende in aller Regel aber leider dann das Ignorieren. Und schließlich, wenn man dann immer noch keine Ruhe gibt, dann folgt die letzte Stufe der Selbstsabotage, nämlich dann wirst du blockiert. Es heißt ja so schön, dass keine Antwort auch eine Antwort ist, aber warum tun dann manche immer noch weiter, auch wenn sie eben vom Ex ignoriert werden? Naja, vielfach möchte man diese Realität einfach nicht anerkennen und redet sich auch dieses Ignoriertwerden sehr schön. Zum Beispiel, naja, der Ex will mich durchs Ignorieren nur motivieren, es noch stärker zu zeigen oder es noch kreativer zu versuchen. Oder man denkt sich auch, dass der Ex einfach so hard to get spielt und einen da testet. Und ja, das ist halt auch so die Sache, oder? Es kann natürlich auch sein, dass der Ex dich testet. Das machen Ex-Partner ja tatsächlich sehr oft. Es gibt auch so einen Test, wo der Ex eben dich ignoriert und dann mal schaut, wie du tust. Aber in aller Regel passiert dieser Test nicht nach so einer Vorgeschichte, wie ich es in diesem Video bereits erklärt habe. Insgesamt gibt es 4 ganz häufige Tests und Stefan hat dazu auch schon mal ein Video gemacht. Und einer dieser Tests ist tatsächlich der sogenannte Ignorieren-Test. Aber da gibt es eine Sache, die du wissen musst, um dich dann richtig zu verhalten in so einer Situation. Bevor du also da jetzt voreilige Schlüsse ziehst, dass der Ex dich jetzt hier vielleicht testet, schau dir unbedingt dazu Stefans Video zu diesem Thema an. Ich verlinke dir das gleich hier oben hinein. Wenn der Ex dich also ignoriert und du immer und immer weitermachst, zum Beispiel weiter schreibst, anrufst, einen Brief schickst oder den Ex sogar nach der Arbeit abpasst, in allen Fällen verdoppelt sich beim Ex erstmal der Frust, weil, erinnere dich, er denkt sich ja, ach Gott, jetzt checkst du es immer noch nicht, dass ich Abstand brauche. Und der Ex würde es so formulieren, dass er sich quasi von dir gezwungen fühlt, noch kindischer und gemeiner zu werden. Es ist nie so, dass der Ex sich denkt, jetzt blockiere ich dich. Es ist eher so, dass der Ex das aus einer Verzweiflung heraus tut und sich durch dein Verhalten so Emotionen aufstauen im Ex, dass ihm eben keine andere Wahl mehr bleibt. Wie schnell der Ex dahin kommt, das hängt davon ab, was zwischen euch beiden geschehen ist und auch was für Kommunikationsmöglichkeiten der Ex selbst hat. Also vom Level her, auf dem er sich so unterhält oder auch wie der Ex generell Emotionen erträgt und aushält. Und das baut sich dann so zusammen und irgendwann ist das Maß voll und zack, hast du die Blockade drinnen. Und der Ex wird es innerlich immer so sehen, du hast mich dazu gezwungen. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht mittelmäßig entsetzt, weil du dich im Video an einer bestimmten Stelle hier wiedergefunden hast. Ja, es ist natürlich blöd, wenn es schon so weit gekommen ist, keine Frage. Aber gleichzeitig kann ich dich auch wieder ein bisschen beruhigen. Wir bei Szenario 2, wir haben ja überwiegend mit solchen schweren Fällen zu tun und haben dann eben auch genau dafür unsere Methoden entwickelt. Denn ganz ehrlich, wenn alles super easy cheesy läuft, dann braucht man ja auch keinen Ex-Rück-Coach, oder? Sondern dann kriegt man das auch alles alleine hin, zum Beispiel indem man mit dem Crashkurs vom Stefan arbeitet und dort die Schritte umsetzt. Das heißt, wir kennen uns mit dieser Thematik gut aus und du bist bei uns gut aufgehoben und hast mit diesem Video ja auch schon ein wichtiges Fundament mitgekriegt. Nämlich ein besseres Gefühl dafür, welches Verhalten nach der Trennung nicht zielführend ist und deinen Ex eben noch weiter von dir wegtreibt
und schlimmstenfalls bis zur Blockade führt. Besser ist es also, den Ex zuerst mal loszulassen, dem Ex Raum zu geben. Was das im Ex bewirkt und wie das dazu führen kann, damit der Ex die Trennung zu bereuen beginnt, das erklärte Stefan im Video hier neben mir. Und natürlich, bevor du die Stufen der Selbstsabotage hinaufkletterst, tu lieber das, was deinen Ex tatsächlich zurückbringt. Im Video unter mir erfährst du ganz genau, wie du den Ex zum Nachdenken bringst und dadurch dann eine zweite Chance bekommen kannst. Danke fürs Zuschauen und alles Liebe von mir.